Hallo Leute, willkommen wieder zurück zum Cave Story Let's Play. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben im Mimiga-Dorf, weil wir eigentlich einen Pilz haben wollten, aber der nicht mit uns handeln wollte, weil wir eigentlich irgendetwas von ihm brauchen, damit Curly wieder sich erinnert, wer sie ist und wer Quote ist. Und jetzt habe ich herausgefunden, was das Problem war. Anscheinend, ich habe ja mit Curly und wahrscheinlich mit dem Mann gesprochen, aber entweder bin ich, also da unten in der Plantage, da war ja Curly, die sich gar nicht erinnert hat, und der eine grüne Mann, der immer irgendwie aushilft, obwohl der unheimlich ist. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, schon gesprochen, bin mir aber nicht sicher, wie genau ich mit dem grünen Mann gesprochen habe, ob ich ins Detail gegangen bin. Aber anscheinend vielleicht bin ich gestorben, bevor ich noch speichern konnte nach dem. Und darum gilt es sozusagen, dass ich nicht gesprochen habe. Aber man muss mit denen sprechen, damit man mit diesem Pilz hier handeln kann. Das habe ich schon vor dem Part gemacht, zum Glück, damit man es nicht hier jetzt Zeit verschwenden dafür. Okay. Du willst mit mir handeln? Ja. Amnesie? Wie schrecklich. Na dann, du willst bestimmt, dass ich dir das Pilzabzeichen gebe. Abzeichen? War das ein Abzeichen? War das nicht einfach nur... Ach ja. Ja, aber in Wirklichkeit willst du es nicht. Richtig? Nein. Du willst es unbedingt? Ja. Du willst es unbedingt, egal was es ist? Ja. Aber in Wirklichkeit willst du es nicht. Richtig? Nein. Fein, hier geh. Pilzabzeichen bekommen. Das schaut eher aus wie ein Keks. Ich glaube, wir wurden ums Ohr gehauen. Mal schauen. Pilzabzeichen. Das Pilzabzeichen hast du von dem Pilz. Es hat keinen Nutzen. Um ehrlich zu sein, kannst du es nicht wirklich gebrauchen. Toll, der hat mich ums Ohr gehauen. Wahaha! Du hast mich durchschaut. Das ist nur ein nutzloses Abzeichen. Hä? Was? Du willst mich essen? Du hast herausgefunden, dass ich ein wertvoller Pilz bin und es gibt keinen anderen in all den Höhlen. Grrr. Ich werde nicht zulassen, dass du mich isst. Stirb! Oh nein, was ist jetzt los? Einfach nur... Oh Gott, das war jetzt knapp. Okay, jetzt kommt der Boss mit einem Mini-Pilz. Okay, anscheinend, wenn er seine Sturmattacke macht, kann man ihn nicht angreifen. Gut. Oh nein, jetzt klont er sich auch noch. Weg mit dir, Alter. Boah, das war knapp. Der hätte mich schon fast getroffen. Yeah, das hat aber mal gesessen. Oh, das war auch mal knapp. So, weg mit dir. Autsch. Klon! Attacke der Klonpilze. Oh, das war aber schnell. Gewonnen. Mapignon erhalten. Toll. Okay, schön. Ach ja, und der Minimann, der kleine Mann, den können wir uns auch noch holen. Der ist nämlich gleich hier, das habe ich völlig vergessen. Die kriege ich jetzt so. Okay, gut. Irgendwo in einer dieser hier bei diesen Gräbern, bei einem von denen hier. Ach da, sieht man. Ganz klein, da ist er im Gras, glaube ich, oder? Du sagst, meine Frau sucht mich? Ja, richtig. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Richtig Zeit zu gehen. Bringst du mich nach Hause? Ach, ist das nicht eine schöne Pose? Ja. Jetzt können wir ihn nach Hause bringen. Und den kann man auch nur abholen, wenn man mit seiner Frau gesprochen hat. Wenn man nicht mit ihr gesprochen hat, dann ist er zwar da, aber der wird dir nicht zulassen, dass du ihn mitnimmst. Er wird dich einfach nur fragen, was willst du von mir oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den, jetzt können wir gleich auch dahin gehen, um ihn wieder abzugeben. Ups. So, gespeichert habe ich ja und dann hier jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Eierkorridor lang gehen solle. Ich weiß nicht so richtig. Naja, ich glaube, das ist einfacher, wenn ich zur Plantage gehe und einfach runterspringe.
Oder vielleicht doch nicht. Aber ich bin schon hier zu spät. Jetzt gehe ich doch da lang. Ich glaube, hier gibt es eine Abkürzung. Ja, genau. Also nicht eine Abkürzung, aber einen schnelleren Weg. Ich nehme einfach die Tube wieder. Ach, wir kommen so nah ans Ende, aber so. Es wird aber noch was auf uns zukommen. Okay, da kann ich nicht hoch. Weg mit euch, Fledermäusen. Euch kann ich gar nicht gebrauchen jetzt. Auf jeden Fall speichern. Nicht, dass ich jetzt da unten irgendwie aus der Luft falle. Denn ich werde einen Freifall machen. Und da will ich nicht irgendwie verschwinden und nie wieder auftauchen. Okay, jetzt geht's los. Und so. Wow. Oh, ich will nicht sterben. Okay. Wir sind zwar nicht ganz unten gleich angekommen. Aber jetzt gleich sind wir unten. Oder? Ja, doch. Hier, okay. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich da runterfalle. Okay, gut. Und jetzt noch das eine Loch hier. Okay, das war gut. Ich bin zu Hause! Okay. Kleines Haus. Was machst du? Ach, die sind echt klein, das sieht man ja kaum. Ah, es ist gut, wieder hier zu sein. Oho. Wenn das nicht ein hübsches Schwert ist, das du da hast, wirst du gegen meine fabelhafte Waffe tauschen? Seine fabelhafte Waffe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich tauschen soll. Aber ich, nein. Wirklich schade. Okay, warte, ich gehe noch speichern. Hier war ja doch eine Speicherstation. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich nehmen soll. So. Anscheinend ist Kazuman schon weg. Kazuma. Abgehauen. Hat der auch schon vorgehabt. Da jetzt haben wir anscheinend die anderen restlichen haben keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ach, die Musik ist hier immer so spannend. Obwohl hier eigentlich nichts mehr abgeht. Ich führe euch die Waffe vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nötig ist, um ein besseres Ende zu bekommen. Aber die Waffe ist schon ziemlich gut. Sehr, sehr gut. Also, es hat auch eine kleine besondere Feinheit. Okay, jetzt können wir mit dem tauschen, glaube ich. Aber zuerst mal, danke für deine Hilfe. Okay, hier jetzt. Der klaut mir mein Schwert von King. Das würde ich lieber nicht abgeben, aber Nemesis bekommen. Und diese Waffe, ups, falsche Waffe. Hier, Nemesis. Die ist unglaublich. Ich sag's euch gleich jetzt. Die ist bei Level 1 am stärksten. Das ist die Spezialität, dass sie, wenn sie gelevelt wird, immer schlechter wird. Tatsache. Jetzt mal schauen, wo hier die Gegner sind. Vielleicht behalte ich es mir doch. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob es irgendwie was zur Geschichte ändert. Wahrscheinlich nicht. Aber mal schauen, wie es jetzt die riesen Katzengeister. Weg mit dir! Ja, das macht schon. Warte, das geht doch. Ah, jetzt ist es schon Level 2. Das ist nicht gut. Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell leveln, weil es so schlecht ist. Damit es schlechter wird. Okay, ich
drücke mal den Knopf und denke, es würde irgendwie laden wie beim... Oh! Ich schätze, das ist nochmal eine Vorführung der Waffe. Bei Level 2. Und jetzt... Du wurdest nie wieder gesehen. Ja, ich versuche es nochmal. Ich glaube, ich gehe ohne der Waffe weiter. Weil... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig brauchen werde. Weil eigentlich ist ja schon der Spear echt eine krasse Waffe, die durchdringt Gegner, macht glaube ich sogar 60 Schaden, wenn es voll aufgeladen ist. Ich glaube, eine bessere Waffe brauche ich gerade zurzeit nicht. Die wird mir glaube ich auch helfen, beim letzten entscheidenden Kampf zu gewinnen. Aber ich will auch leider King nicht seine Waffe für einen hergeben, den ich nicht kenne, obwohl. Das wäre irgendwie ein bisschen so ausgedrückt, als wäre der Mann irgendwie böse, aber... Ich will es einfach nicht hergeben, da King es für mich gegeben hat, als er gestorben ist. Weg mit euch, Viechern! Oh, ich hab vergessen, dass hier die Krokodile sind. Wieso sind die eigentlich hier blau? Ich muss weg von diesen... Dieser Poltergeist da hinten. Ja, toll. Okay, so. Immer am Block hier daneben. Okay, gut. Das war ein bisschen knapp mit seinen Zähnen da. Wow, ich dachte, ich fall runter. Wow. Oh yeah. Okay, jetzt hier hoch. Weg mit dir. So, das war ja schnell. Also diese Insel fliegt schon ziemlich schnell. Schon als wäre es irgendwie ein Flugzeug auch noch mit eingebaut. Aufpassen, nicht runterfallen. So. Hey, da ist ja noch einer. Ich habe keinen Bock, den jetzt zu besiegen. Und wir sind gleich oben angekommen. So. Und jetzt gleich erstmal speichern. Gut, wir haben noch, glaube ich, 8 Minuten. Oder 10. Aber jetzt geht es endlich für uns weiter mit der Geschichte. Und es wird, glaube ich, sogar jetzt ein bisschen schwierig. Und zwar... plattformmäßig. Willst du den Schalter umlegen? Ja. Okay, jetzt. Hey, da war ein Hund! Da war ein Hund! Den will ich noch sehen. Irgendetwas... Der steht doch nicht einfach da umsonst, oder? Ein Hund von Jenka, was macht denn der da? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Rakete losfliegen soll oder mit meinem eigenen Jetpack. Ich versuche mal mit der Rakete, wahrscheinlich... Hoffentlich landet es dann wieder. Okay, jetzt. Mal schauen. Da ist der Hund. Oh, das war knapp. Lange nicht gebellt. Redet er mit mir? Mir wurde gesagt, ich soll dir das bringen. Noch eine Herzkapsel? Okay. Maximal erhöht um 5. Oh. Also gehst du den Doktor bekämpfen? Viel Glück. Mein Schwanz wedelt nur für dich. Ach ja. Grüß Curly von mir. Ach. Ich habe ja fast vergessen, mit Curly zu reden. Das war ja... Das wär's doch gewesen. Tut mir leid, Leute. Das habe ich völlig aus dem Plan vergessen. Ich war nur fixiert, um euch die Waffe von dem kleinen Mann zu zeigen. Hier. Wer bist du? Willst du den Marpignon? Marpignon, Champignon, Marpignon. Benutzen, ja. In Curlys Mund legen. Hä? Quote! Ich erinnere mich wieder. Dein Name ist Quote. Du und ich. Richtig. Damals wurde eine große Anzahl von Robotern zu dieser Insel geschickt.
von Ländern auf der Erdoberfläche. Ihr Ziel war die ehrfurchtgebietende Macht, die auf dieser Insel versteckt ist, die Dämonenkrone. Aber du und ich, wir waren anders. Wir wurden geschickt, um die Macht zu zerstören. Als wir hier ankamen, war auf dieser Insel ein heilloses Durcheinander. Die Roboter wurden alle zerstört und unzählige Mimikas wurden getötet. Es war schrecklich. Schließlich kam ein Mann in den Besitz der Dämonenkrone. Die Arbeit der Roboter war getan und die Insel verstummte. Aber das war erst der Anfang der Tragödie. Mit der Krone in seinem Besitz machte der Mann die Mimikas zu blutrünstigen Killern und begann mit dem Angriff auf die Erde. Ich versuchte ihn zu stoppen, du warst auch dabei. Hä? Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn verwunden werden konnten. Aber wir schienen weit von seiner Liga entfernt zu sein. Erinnerst du dich noch an etwas? Nein. Ich glaube, das ist sogar die erste Stelle, wo man erfährt, wie man eigentlich überhaupt heißt. Denn wir waren eigentlich schon früher auf dieser Insel und wir haben beide sozusagen Amnesie gehabt. Mir geht es gut. Vielen Dank. Mach dir keine Sorgen. Ach, hier. Nimm das mit dir. Eiserne Bindung bekommen. Was ist das? Okay, das geht ein bisschen zu schnell. Deine Verbindung zu Curly Brace, die einzige Kriegerin, der du blind vertraust. Ach, Entschuldigung. Süß. Nun geht es mir gut. Was, will sie jetzt nicht kämpfen gehen oder was? Sagt der hier. Was ist das? Ihre Erinnerungen sind wieder da? Davor war es besser. Wieso denn, bitteschön? Du hast nichts mit der Sache zu tun, mein Freund. Ich gehe jetzt speichern. Vielleicht zeige ich dann euch, was da oben liegt. So, runter hier so. So. Nochmal ausruhen und meine HP aufzufüllen. So, jetzt habe ich es lesen. Gelies. 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 Jetzt habe ich gelesen. Jetzt nach oben mal schauen, was da ist. Was uns wahrscheinlich ein ganzes Part kosten wird, um überhaupt durchzumachen. Okay, ich habe mich doch geirrt. Das ist nicht die letzte Herzkapsel gewesen, die wir hier bekommen haben von dem Hund. Die habe ich sogar fast vergessen. Hier können wir auch noch speichern. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht auch schon. Ja, ich beende den Part hier, Leute. Ist zwar, glaube ich, 2 Minuten früher, aber es gibt sowieso immer bei diesen Parts irgendwie Unterschiede zwischen 1, 2 Minuten. Ja, und dann schauen wir im nächsten Part, was da ist hinter dieser Tür. Und jetzt haben wir 50 Herzen, da bin ich schon froh. Da habe ich also schon alle Herzcontainer mitgesammelt. Da bin ich mir aber nicht sicher bei den Raketenwerfer, ob da alles mitstimmt. Da sind nur 30. Aber das sollte hoffentlich dann reichen für den Boss. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Und falls ihr irgendetwas habt, wo ich mich verbessern kann, dann bitte schreibt es in den Kommentaren. Sagt einfach nur eure Meinung zum Video. Einfach irgendetwas würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Part. Wir sind bald, wahrscheinlich in ein paar Parts oder so, fertig. Hoffentlich. Also dann, ciao!